Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Jawohl, meine Lieben. In der letzten Folge waren wir im Vulkangebiet, haben da das Raumschiff erforscht. Da müssen wir noch dementsprechend noch so einen Energiekern reinmachen. So ein Pulsarteil. Pulsarkern. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wir sind voll. Wir müssen erstmal alles zum Teehaus bringen. Und ich habe keine Schränke. Doch, habe ich. Okay. Sehr schön, davon habe ich noch genügend. Denn wir können... Hier, nimm mal kurz. Und das nehmen wir auch. Genau. Ja. Toll. Legierung kommt eigentlich woanders hin. Oder auch hier hin. Also stört uns das jetzt erstmal nicht. Das passiert, wenn man sehr lange nicht mehr drin war. Im Spiel. Pulsar, warte mal. Die roten Teile brauche ich einmal. Eins. Nein, um Gottes Willen. Eins, zwei. Und dann können wir... Suchen Sie nach Sicherungen und setzen Sie diese ein, um die Leistung von... Habe ich jetzt mehr Strom? Ich frage für einen Freund. Verstehe ich nicht. Sagt es nicht weiter. So, Iridiumstäbe. Davon haben wir ja sehr viel. Genau, hiervon. Meine Stimme haut so ein bisschen ab. Legierung, 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 Legierungsstab. Wo sind denn die Pulsare? Hatte ich hier. Dann packe ich hier die Obsidian. So, und ein paar Eier habe ich. Die könnten wir brüten. Nee, die könnte ich irgendwo. Die sind ja so fertig, ne? Roschgehege. Gemeine Larve und Dünger brauchen wir. Da werden wir noch mal kurz zum Wasserfall gehen. Ich habe sogar zwei. Häuschen. War es schon immer so dunkel hier drin? So, genau. Und das einmal rein. Sortier dich einmal. Dann Dünger. Brauche ich eins davon. Dann bekommst du hier das rote. Nicht das rote. Treibmaschinen-Dings da. Ja, Treibmaschinen besonders natürlich. Zwei. Ich brauche zweimal Dünger. Zweimal Dünger.
drücke gerade alle Knöpfe, nur nicht die, die ich gerade nehmen möchte. Wasser und eine gemeine Larve. Ich glaube, eine gemeine Larve habe ich gar nicht mehr. Gemeine Larve, was bist du? Eine gewöhnliche, eine gemeine und noch eine gemeine. Sehr schön, wo packe ich dich denn jetzt hin? Wo hatten wir dich noch nicht hingepackt? Vielleicht, na, ich will aber hier gerne eins sehen, ne? Guck mal, hier haben wir eine kleine Familie. Hübsch. Sehr hübsch. Gut, und damit es nicht so sehr ruckelt hier. Hier ist leicht kalt, aber nur leicht. So, guten Tag. Stargate könnte noch ein bisschen Schönheit vertragen. Hallo? Was war das gerade? Tut leicht in den Augen weh. So, Stargate. Hui. Gut, ich habe jetzt das Teil gemacht. Ich will nur eine Sache gleich hinpacken. Regal. Wow. Ich mache mal kurz das. Okay. Oh. Mikrochip-Karte. Innenwand. Die Innenwand interessiert mich gerade mal kurz. Nein, ich hätte einen Frosch hier hinpacken können. Hier. Den Giftgrün raus. Den Feuerroten rein. Nice. So, eiserne Innenwand. Die würde ich jetzt gerne einmal sehen. Waren das 3 oder 2? Mein Gesicht hätte sie gerade sehen sollen. Hä, warum? Oh, verdammt. Ja, aber jetzt wirklich, warum? Kann ich das... Oh, das macht jetzt Sinn. Aber das macht keinen Sinn. Und jetzt? Wow. Ich kann eine Innenwand setzen. Mir ist gerade leicht kalt. So. Jungs und Mädels. Mädels besonders. So. Hier. Die Feuerdinger müssen wir jetzt noch machen. Da müssen wir auf 80 km/h. Wird dauern. Touch. Definitiv auch dauern. Ich glaube, ach stimmt, das waren die Eier, die wir nicht gemacht haben, weil ich gesagt habe, das dauert zu lange. Da werdet ihr mir einschlafen. Deswegen lassen wir das erstmal.
würde aber gerne einmal. Das war's. Kann das sein? Ich glaube, mehr kam jetzt gerade nicht dazu. Intelligenter Stoff. Ja, natürlich intelligenter Stoff. Pflanzenmultiplikator. Oh, okay. Okay. Ja, Drohnentyp 2, benutze die Blaupause. Karl, ich habe nicht so viel Geld. Ungünstig. Habe ich eine neue Rakete bekommen? Nee. Oder vielleicht doch? Ich weiß gerade nicht, die Drohnen-Dings. Gut, lass mich mal kurz gucken wegen der Karten. Chip? Oder Schabkarten? Chip? So. Ich weiß auch nicht, die Base sieht schon merkwürdig aus. So, Kartenchip. Kartenchip, 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 Karten, Kartenchip. Wupp. Obsidian und Alu. Okay. Ist alles hier voll? Ziemlich. Und das Obsidian. Gott sei Dank habe ich ein bisschen Obsidian mitgenommen. Dann gucken wir uns den Kartenchip an. Ah, guck. Mal. Jetzt können wir schauen mit der Karte. Schön. Wenigstens etwas. Hier ist irgendwas rot hier. Was ist das denn? Ach so, das sind meine Pings. Das sind meine Pings. Ist irgendwas Neues? Raumschiffmäßig, nein. Waren wirklich so wenig Raumschiffe da? Ich weiß, was wir noch machen müssen. Oh, fuck. Upsi. Kernfusionsreaktor. So, so. Os. Kann ich das auch bei dir machen? Kernfusion. Ja. Jungs und Mädels, das machen wir noch. Trinken könnten wir mitnehmen. Einfach mal das mitgenommen. Guten Tag, wir wollen zum Wasserfall. Upsi, ich meine Traumschiff, willkommen. Oh, das sah gerade komisch aus. Ich glaube, ich habe schon leichte Hallos. Vielleicht geht's ja hinterm Raumschiff weiter. Die Abzweigung verpennt.
meine, sieht schon stark aus, ne? Leicht schief geflogen. So, guten Tag. Ich möchte nur einmal kurz noch... Ja, den Rest nehme ich einfach mit. Kann man ja noch verbrauchen irgendwie. Eine Runde Planet. So. Jetzt lasst mich mal kurz nachdenken. Wir sind auf jeden Fall nach oben gegangen. Und das Kernteil war hier. Der braucht zwei Stück. Der braucht wirklich zwei Stück. Und ich habe das noch unterbunden, dass er ja kein zwei macht. Sorry, Leute. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir müssen wieder zurückfliegen. Ob es hier noch irgendwie eine versteckte Stadt gibt. Oh, Entschuldigung. Schade, dass wir nicht irgendwie Turbo anschalten können. Das Teil wirklich zwei Kernfusionsreaktoren. So, Teehäuschen. Licht einmal aus. Das geht ja Gott sei Dank jetzt schnell. Oder auch nicht. Oder auch nicht da. Nur der Weg wieder hinzufliegen. Ah, Beutelchen ist wieder aktiv. Tag. Und wieder zurück. Ich meine, die Farbe sieht schon krass aus, oder? Ja, sieht krass aus. Ich würde am liebsten über einen Teleporter hinklatschen. Auf ein neues. Jetzt müssten wir aber alles aufbekommen. Oder es gibt noch irgendwo einen zweiten Kernfusionsreaktor und wir haben die Kerne. Ihr wisst, was ich meine. Ein Gerät. Wow, jetzt geht's aber ab. So, jetzt weiter. Müssten die Türen jetzt nicht eigentlich auf sein? Sag mir bloß, es gibt ein... Die ist auf jeden Fall auf. Das Licht blendet aber auch ein bisschen, ne? Die ist auf. Ui, gib her. Ich bekomme Geld. Energie, setze diese Sicherung Optimierer ein, um die Leistung
Kneis. Kneis, wollte ich schon sagen. Kneis. Ich glaube, hier fehlt noch einer, ne? Der war... Die können wir stehen lassen. Okay, dann gehen wir eins runter. Orientierung gleich 0 gerade. Wobei. Die Tür ist aufgegangen. Ja, das ist viel. So, Pflanzi brauchen wir eigentlich gar nicht. Denifolia. Essen. Ich muss wieder hierher kommen. So, unten ist auf jeden Fall das Teil aufgegangen. Wir gehen erst... Ich war unten schon richtig. Orientierung hier lang. Hier lang. Oh. Packen das da erstmal alles rein. Gib mal Pflanze, das da rein. So, nochmal rein und dann müssen wir weiter gucken, ob wir noch irgendwas finden, was aufgegangen ist. Ich glaube, oben war jetzt alles zu. Ja, doch. Leichte, kurze Verwirrung. Das ist aufgegangen. Nehmen wir einfach mal mit. Nehmen wir auch erstmal mit. Das ist zu. Ist zu. Ich glaube, oben war alles zu, wenn ich mich nicht irre. Ja, alles soweit durchgeschickt. Nö, das war's, Leute. Außer ich habe irgendwas übersehen, möglich ist es. Aber momentan... Wo sitzt eigentlich der Captain? Auf jeden Fall momentan sind wir, glaube ich, hier durch. Ich glaube, wir sind durch. Scheint mir jedenfalls ganz so.
die beiden. Warum ist hier eigentlich Essen drin? Die beiden. Dünger. Das raus. Das nehmen wir mit. Das raus. Das auch reinpacken. Du kommst mit. Ich meine, wir müssen so oder so hier nochmal hin. Ne? Ihr rein. Ihr kommt mit. Ob's Pulsar auf jeden Fall. Die Teile können wir erstmal hier lassen, weil die bringen mir nichts. Denn wir können nichts mehr erforschen. Oh. Nö. Nöp. Den nehmen wir erstmal mit, den Schwung nach Hause. Und dann, meine Lieben, würde ich sagen, werde ich hierfür heute ein Folgenpäuschen machen. Wir machen nochmal kurz oben das Teil, was ich auf dem Dach gepackt habe. Dass wir so ein Energieteil reinpacken. Schauen wir mal. Irgendwie ist es gerade in meinem Zimmer ziemlich kalt. Ich weiß nicht, ach so, ja, Winter und Boris ist sehr kalter Bläser. Was? So, guten Tag. Nein, hier ist nichts. Hier Häuschen. Und das Teil oben auf dem Dach. Produktionsmultiple. Oh, warte mal. Vielleicht können wir das noch so machen, dass wir mehr Sachen hinbekommen, dass sie... hier. Und hier. Wir haben so viel von den Dingern. So, wartet mal. Das wollte ich gar nicht. Ja, so einige Teile. Wer? Hä, da sind doch noch andere Teile in der Nähe. Achso, ich glaube, mehr schafft er gar nicht. Okay. Hier. Aber das bringt ja, fügen Sie Produktionsmultiplikator. Ich glaube, das ist eher was für Teile, die... produzieren, aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Strom. Ich habe keine Ahnung. Gut. Habe ich hier irgendwas Neues? Nee, soweit nicht. Soweit erstmal nicht. Dafür haben wir wieder ein bisschen Sachen zum Verpulvern. Gut, meine Lieben. Aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas Neues hier dazu gekommen ist. Soweit scheint es mir nicht neu zu sein. Also nichts mehr Neues. Das scheint es eigentlich schon gewesen
zu sein. Wir haben also noch keine Rakete für unsere kleinen süßen Freunde oben. Wie gesagt, ich glaube, wir sind fertig. Schon wieder. Oh, guckt euch mal die Punkte an. Ich kann bauen. Aber das war's dann auch schon. Das war's auch schon. Nö, Leute. Mehr habe ich nicht. Das Teil kennen wir, ne? Ich glaube, das Teil... Ja, das Teil kennen wir. Gut, meine Lieben, dann war es erstmal mit Planet Crafter. Ich muss mal gucken, ob es noch irgendwas Neues gibt. Ob es vielleicht noch eine Stadt gibt oder irgendwas anderes, die versteckt ist. Muss ich mich mal schlau lesen und dann wird noch eine Folge kommen oder ihr schreibt mir, ob vielleicht hier noch irgendwas ist, was ich verschlafen habe, dann werde ich natürlich noch eine Folge reinhauen und wenn nicht und wenn es nichts Neues gibt, außer jetzt dieses Vulkanteil, war es das erstmal wieder mit Planet Crafter und dann sehen wir uns entweder in einer neuen Folge oder in einer neuen Folge beim nächsten Update. Irgendwas so in der Art. Ihr wisst schon Bescheid. Gut, meine Lieben, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.